Ein letztes Mal auswärts spielen, die vorletzte Partie der Saison. Die TSG tritt in Dortmund an, bei jenem BVB, bei dem man in der letzten Saison den Relegationsplatz gesichert hat, am 34. Spieltag in allerletzter Sekunde sozusagen. Ich glaube, es ist ein Erlebnis gewesen, das keiner mehr vergessen wird. Also egal, in welchem Lebensalter man sich befindet, wird man mit diesem Spiel unglaublich positive Gefühle in Verbindung bringen und waren für uns in der Zusammenarbeit wirklich ein extremer Höhepunkt, auch was die Emotionen anging in dieser Partie. Von daher, ja, schon was Besonderes, jetzt dort zurückzukommen, aber zum Glück unter ganz, ganz anderen Voraussetzungen. In Dortmund zu gewinnen, das ist schon was ganz Außergewöhnliches. Ja. Dortmund ist eines der zwei Ausnahmeteams in der Liga und da muss absolut alles zueinander passen, um dort überhaupt einen Punkt machen zu können. Und dann brauchst du natürlich einen extrem außergewöhnlichen Tag, wenn es dort auch mehr sein soll. Aber zunächst einmal muss ich sagen, bin ich froh, dass das, was ich gerade gesagt habe, die Grundvoraussetzungen etwas anders sind, wobei wir natürlich solche Spiele schon auch nutzen wollen, um auch immer wieder zu sehen, wo stehen wir denn im Vergleich zu absoluten Top-Teams? Ja, die zeigen dir ja schon immer wieder auch ganz gut verschiedene Grenzen auf. Und von daher freuen wir uns natürlich, ja, dass das jetzt unser letztes Auswärtsspiel ist. Wir wollen uns jetzt noch mal total darauf konzentrieren, in Dortmund eine gute Leistung abzuliefern. Weil eines ist klar, wenn du nach Dortmund fährst, und bei Dortmund geht es jetzt auch, sagen wir mal, nicht mehr um allzu viel rein aus der Tabellensicht. Aber wenn beide Mannschaften theoretisch nicht mit 100% Spannung dort wären in diesem Spiel, dann hast du keine Chance, auch wenn du beide Mannschaften wenige Spannung hätten. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass zunächst einmal Dortmund mit 100% Engagement sein letztes Heimspiel bestreiten möchte. Das letzte Mal, dass sich die vor ihrem heimischen Publikum zeigen, bevor sie dann DFB-Pokalfinale auch spielen. Und von daher rechne ich da schon nochmal mit einer richtig guten Mannschaft. Die Dortmund haben ja zuletzt auch ganz viele tolle Ergebnisse erzielt und sind richtig gut im Laufen. Das geht nur, du kannst nur bestehen, wenn du da voll auf Sendung bist. Und das Gleiche gilt dann auch für eine Woche später, aber da befassen wir uns dann damit, wenn wir dann vor dem Braunschweig-Spiel stehen. So ist's recht, eins nach dem anderen. Das Hinspiel im letzten Kalenderjahr endete übrigens mit einem 2:2. Damals trafen Sven Schiplock und Kevin Volland.